Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Im letzten Video haben wir die stickende Höhle erforscht bis hier zum Bazalon von Streizig. Und der wurde leider niedergestreckt durch den Atem dieses Tasselwurms. Der hat 500 Lebensenergie, ein bisschen Schiss gerade. Und Rulana stürmt mutig hervor bei Rondra, für Rondra, für die glorreichen Heldentod, den sie wohl sterben wird. Hat sich die Klingenwand aktiviert und den defensiven Kampfstil, wo ich mir immer noch nicht sicher bin. Ich glaube, der deaktiviert sich dadurch wieder. Man kann, glaube ich, nur eins anhaben. Ich muss mal gucken, was davon besser ist. Oder schreibt mal eure Erzählungen oder Erfahrungen, was ihr da gemacht habt, was davon idealer wäre. Ich glaube, die Klingenwand ist besser. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss mal schauen. Und ihr seht schon, die drei sind auf dem Marsch nach hinten, damit sie nicht mehr in diesen Atem reinkommen, den wir gesehen haben in dem Zwischensequenz. Also mal gucken, was da draus wird. Achso, wir sollten vielleicht direkt mal... Wir haben doch so einen Diamantenschleifstein. Sehr gut. Den benutzen wir mal auf diese Amazonenklinge. Und du hast keinen Diamantenschleifstein, aber sowas. Das benutzen wir aber da drauf. Sehr gut. Und dann gucken wir mal gerade, was jetzt passiert. So. Wir sind ein Stück weg. Das sollte schon reichen, Klades. Hoffe ich. Gehst in defensiv. Defensiv. Defensiv erstmal. Mist, der ist kaum noch da, der Skeletarius. Das ist auch doof. 77 Sekunden, aber vielleicht hält er so lange sowieso nicht durch. Den werden wir immer wieder neu beschwören. Der wird eine große Hilfe sein. Und dann darfst du anfangen mit irgendeinem Schwächungszauber. Blitz dich, Finn. Ich hoffe, der ist nicht widerstandsfähig dagegen. Ich? Was hast du denn für tolle Zauber? Eisenrost wohl kaum. Kälteschock. Hammertrutz haben wir aktiv. Puh, dann würde ich sagen, du bist ja wahrscheinlich feuerresistent, ne? Also Ignifaxus machen wir nicht beim Drachen. Kugelblitz haben wir nicht. Gelinge im Schein der Marder. Ja, genau. Wir werden mit Fulminikten ihn schön wegdüngeln. Würde ich sagen. Obwohl, wir können anfangen mit dem Meisterschützen. Vielleicht haben wir da Verwundung, das wäre ganz gut. Deswegen machst du, wenn du jetzt darüber... Ah, du bist noch grenzt, dann kann ich weiter. Mach mal den Meisterschuss. Na, los, los, vorwärts. Okay, den Buff ist drin. Und jetzt darfst du einmal den Meisterschuss drauf machen. Schauen wir mal, was das bringt. Also du hast schon was Energie verloren. Blitz dich, Find. Okay. Das hat gut Schaden gemacht. Wir werden definitiv mit Fulminictus weiterarbeiten. Nach dem Meisterschutz hier bei Tarnis. Muss die Klingenwand aufrechterhalten. Ich nehme die Sache in die Hand. Schauen wir jetzt gerade nochmal rein. Warte, Moment mal. Ah, so. Defensiver Kampfstil. Der Kämpfer ist ein Meister darin, seine Aufmerksamkeit vor allem darauf zu konzentrieren, einen defensiven Stil anzuwenden. Der Kämpfer wählt einen stark abwehrenden Kampfstil, wodurch er einen Bonus aus seinem Paradewert erhält. Durch die besondere Anstrengung verliert er pro Parade an Ausdauer. Eine gleichzeitige Wahl des offensiven Kampfstils ist nicht möglich. Plus 6 Parade ist ja eigentlich super. 6 Ausdauer pro Parade im Kampf. Parade, Basis 8, Spezialfähig, bla 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 bla. Defensiver Kampfstil 2. Das sind die Voraussetzungen, die haben wir. Was genau macht die Klingenwand? Bei einer Klingenwand handelt es sich um ein Parademanöver. Innerhalb der nächsten 15 Kampfrunden können bis zu 4 zusätzliche Paraden geschlagen werden und somit eine Überzahl an Attacken abgewehrt werden. Das ist natürlich Blödsinn beim einzelnen Gegner. Es sei denn, der macht mehrere Attacken hintereinander. Das ist nämlich so im Spiel. Ich glaube, der hat 3 Attacken auf einmal. Aber das war dieser 3-Regelwerk. Da die noch 18 Sekunden aktiv ist, lassen wir sie jetzt mal drin. Und danach wechseln wir auf den defensiven Kampfstil, der sie wesentlich von Vorteil da wäre. Okay, Ausdauer hast du noch. Aber der Blitz, dich finden, was ist daraus geworden? Ja.
Okay, der hat viel Schaden gemacht, der Schuss. Das war doch der 24er, oder? Gelungen. 24 Schaden plus 4. Wunden, Rüstung, Resistenz minus... Ah, ne, Rüstungsschutz minus 8, kann das sein? Oder ist das die Resistenz? Das kann nicht sein. Aber... Das ist trotzdem mies. Keine Verwundung. Okay, wir können ihn mit Verwundung nicht downhauen. Kriegt keine Verwundung. Wir müssen ihn wirklich töten. Wir haben aber schon ein Fünftel. Sehr schön. Dann wirst du jetzt schön... Ja, wirst du weiterschießen? Wie viel Schaden machst du damit mit einem Schuss? Dann müssen wir jetzt mal gucken. Also hier, dieser Blitz, ich finde, der dauert ewig, ne? Prominictus war auf jeden Fall gut. 19 Schadenpunkte. Gut, gut. Den aktivieren wir direkt Gelinge noch mal. Im Schein der Marder. Klar das. Mach mal voran. Okay. Tarnestra im Fernkampf. Gelungen. Größe sehr groß. Plus 2. Aha. Ja, das ist Entfernungs... Wert. Je größer der Gegner, desto leichter zu treffen. Je kleiner das Ziel, desto mehr Abzüge haben wir. Kriegsmunition. Einen Schadenpunkt. Wirk. Nö, nicht wirklich. Fulminikten. Fulminikten. Folgt mir. Was machst du? Irgendwie ist das schief gegangen. Kann das sein? Ja, die macht nämlich gar nichts. Arquatus. Irgendwie hat das nicht geklappt. Oder sie hat den Blitz nicht find gemacht und er war resistent. Das kann auch sein. So, du wirst definitiv deinen defensiven Kampfstil machen. Sehr schön ist, dass er sich komplett auf die Runana konzentriert, auf die Amazone. Die irgendwie ziemlich eingeknickt gerade aussieht. Ah, sie kriegt gerade irgendeine mächtige Macht von Ronda. Seht ihr das? Ja, nee, nicht ganz. Sie kriegt gerade Döngels einen ab. Juhu! Macht sie nieder, da. Bam, bam. Sikarian. Klar, das auch mal eben, Moment. Okay. Einmal den. Und du darfst jetzt auch mal was Wucht schlagen. Ich sehe, du hast ganz schön viel Ausdauer. Meine Rache. Also, der ist nicht so stark. Hat mir umsonst Sorgen gemacht. Kurkum! Das bin ich. Du hast wie viel noch? Lohnt sich kaum. Ja, ja, 8. 8 ist besser als nichts. 15 ist auch noch okay. Komm. Und 13. Compareo. Ja, und damit haben wir es doch für schon jetzt wieder gemacht, oder? Für Rondra. Und tschüss. Ist der Pazalon jetzt richtig tot? Nee, der stimmt vor. Was ist das denn? Der plündert jetzt die Schätze, oder wie? Oh, tschüss. Ja, wir regenerieren uns erstmal. Was auch immer der da hinten vorhat. Na klar. Alle nicht genügend Astralenergie. So, da ist der erste. Dann eben ich. Gelingt im Schein der Marder. Wie viel brauchst du dafür? 17. Gehen wir schnell hoch bei dir. In der Gute Zeit Entscheidung. Du, obwohl, nee, besser. Besser. Du nimmst den aus. Ah, das geht gar nicht. Okay, wir können den nicht so ausnehmen. Ich mach das schon. Also kannst du doch mal schön plündern. Kopf des Tatzelwurms. Ja, damit. Froschschenkel. Oh, ganz nett. Ach, guck mal, wie cool. Da unten ist ein Schatteneffekt davon. Von der Sonne, die da drauf scheint. Von der Rulana. Obwohl das eigentlich nicht gehen würde. Weil ihr seht, von der Höhe ist hier. Ah, wie cool. Der Kopf ist wirklich ab. Ja, cool. Cooles Spiel. Habe ich schon cool gesagt? Hol die Belohnung ab. Ich habe alle Aufgaben, die mir Eberkurz gestellt hat, erledigt. Ich sollte mir jetzt die Belohnung bei ihm abholen. Das ist eine reine Nebenquest gewesen. Der Rattelshof. Und Rezept für den Meistertrank können wir auch erfüllen. Müssen wir noch zurück. So. Wer hat hier noch gefehlt? Gut, gut. Also. Unser Sikarian. Mächtiger Skeletarius. Alle mal hergehört.
sorry, da bin ich ans Mikro gekommen mit meiner Tasse. Genug Gift und Galle versprüht, du Ungetüm. Den Gestank vermag wohl nur die Zeit zu vertreiben, nicht der starke Arm der Amazonen. Er ist ja wieder aufgestiegen. Rulana ist aufgestiegen. Säbel kannst du nicht mehr erhöhen. Wir werden wohl diese Werte erhöhen. Müssen wir mal schauen. Wie sieht das aus? Was fehlt ihr hier? Die Windmühle, was kann die? Setzt die Wucht eines gegnerischen Hebes in eine eigene, noch heftige Angriffsaktion um, indem es den Schlag mit der Waffe auffängt, dabei große Teile der Wucht aufnimmt, in einer Bewegung auf den Angreifer zurückführt. Tai Chi. Innerhalb der folgenden 15 Kampfrunden gelingen die nächste Parade oder das nächste Ausweichen immer. Eine Konterattacke folgt, die unparierbar ist. Das ist cool. Nächste Parade, nächste Ausweichen immer. Aber für 25, um hier muss man mal gucken. Brauchen wir dafür irgendwas? Klingenwand haben wir, Meisterparade haben wir auch. Kampfstil haben wir alles, könnten wir lernen. Was macht denn der Hammerschlag? Schadenspunkte mal 3. Gegner macht eine Probe auf Körperkraft oder wird umgeworfen. Geiles Teil. Ich glaube, das machen wir. Mut 15 haben wir auch schon. Attacke Basis auf 9 haben wir, glaube ich, auch schon. Wuchtschlag niederwerfen fehlt uns. Müssen niederwerfen also lernen. Und den Hammerschlag. Okay. Und wir haben genügend Punkte dafür. Ansonsten werde ich mal anfangen, hier die Körperkraft höher zu hämmern. Mehr Schaden zu machen. Ich mach das schon. Wer ist das? Ein Skelett. Boah, Hut des Meistermagiers. Ich? Dann gucken wir uns doch direkt mal an. Magierstab, Zaubertrank, ein paar Duketchen. Was ist das hier? Zusätzliche Astralenergie, so wie es aussieht. Okay. Glück. 77, 87, 10 mehr. Sehr schön. Der macht auch mehr. Ja, den Stab habe ich immer noch nicht identifiziert. Robe der Astralkraft. Gerade mal gucken. Macht mir aber nicht mehr. 87. Bleibe ich lieber beim Rüstungsschutz. Genau, macht das die Regeneration vielleicht höher. Das könnte sein. Können wir immer noch nicht identifizieren. Ja, wir haben 602 wieder, aber der hat ja so wenig Punkte. Gucken wir mal, ob das ausreicht. Ja, es reicht aus. 15 reicht aus. Mannslanger Magierstab, der an seinem Ende einen goldgelbenen Edelstein in seiner Fassung birgt. Dieser ist mit einem Arcanovi-Zauber versehen, der bei jedem Treffer einen Fulminictus-Donnerkeil auf den Gegner wirft und 1W6 zusätzlichen Schaden verursacht. Eiliger Crapshit. Ja. Aber der Stab des Valion macht mir. Valonion macht mir 10 Astralpunkte, oder? So ist das. Sollte ich in den Nahkampf gehen, wenn ich nichts mehr habe, wechsle ich aber diese Waffe. Das ist ja richtig cool. Dieser Magierstab ist einfach nur zum Verkauf da. Was kannst du? Geschmeide der Rage, wohl Charisma. Charisma plus 1. Was haben wir da drin? Das macht Charisma plus 2. Ja, wer braucht hier Charisma? Du könntest Charisma gebrauchen. Du hast gar nichts drin, deswegen geben wir dir das, würde ich sagen. Gut, gut. Bis du irgendwas Schönes ich findest. Ich nehme die Sache in die Hand. Hoch. Du warst das. Bitteschön. Giftbeutel. Soweit so gut. Falls einer weiß, Robe der Astralkraft, was macht die? Kriege ich da eine schnelle Astralregeneration? Sonst macht die eigentlich gar keinen Sinn, irgendwie anzuziehen.
gute Entscheidung. Wenn man neu machen muss, Quicksave. Wo ist der Paarsalon hin? Der Mistkerl. Tut doch wieder mit Ruhm schmücken, dass er sehr wahrscheinlich hier den Wurm niedergemacht hat. Wäre direkt am Ausgang gewesen. Tatsache, wir sind am selben Ausgang. Das war eine Abkürzung. Bauer Ebergrütz müssen wir hin. Da wollen wir mal. Komm ich hier runter? Nett hier das Zipfelmütchen. Die Rüstung passt natürlich gar nicht vom Outfit zu ihm. Aber wenn ich da meinen Elfen angucke hier mit dieser Drachenrüstung, das passt ja auch nicht, ne? Naja. Wohl eher gedacht, dass man sich einen Nahkämpfer nimmt als Haupthelden. Da hinten brennt, seht ihr? Da müssen wir hin. Da ist der Drache hingeflogen. Der richtige Drache, der bestimmt wesentlich schwieriger zu bekämpfen wird. Und ich muss unbedingt gucken, wie ich mir diese Diamantenschleifsteine herstelle. Das ist wahrscheinlich irgendwie durch eine Kombination mit normalen Schleifsteinen und Diamanten. Habe ich ja einige jetzt gefunden. Habe ich dafür irgendwie schon ein Rezept geschrieben? Schleifstein normaler, aber keine Diamantenschleifsteine. Ich glaube, das mache ich mal mit den ganzen... Sobald wir irgendwie richtig Probleme kriegen mit dem Kampf und ich wirklich zig Ausdauertränke brauche und all so ein Zeug, dann werde ich mal das alleine machen. Und da hinten ist er. Quatschen wir mal mit dir. Und? Gibt es Neues zu berichten? Gute Nachricht. Die Bestie, die ihren Hof verwüstet hat, ist nicht mehr. Die Nachricht hat sich hier schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Eure Belohnung sollt ihr natürlich auch bekommen. Hier habt ihr eure vereinbarten 100 Dukaten. Ah. Hat er wohl doch nicht rumgeprahlt? Cool, dann gucken wir gleich mal, weil wenn die Nachricht, dann wenn er sagen würde, er hätte ihn niedergemacht, dann würden wir kein Geld kriegen. Falschen können wir nochmal. Als ich den Auftrag annahm, wusste ich noch nicht, dass es sich bei der Bestie um einen Tatzelwurm handelt. Ich glaube, ich habe etwas mehr verdient. Also gut, ihr habt recht. Dafür, dass ihr den üblen Gestank zum Trotz der Bestie erlegt habt, bekommt ihr auf die 100 Gold noch einmal 20 drauf. Hier habt ihr euer Geld. Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen? Nö. Wir sollten jeder mal was gegen den Gestank tun. Benutzen. Amazone voraus. Benutzen. Na klar. Benutzen. Gut, gut. Du hast keine Seife. Was ist das? Du hast kaum noch Seife. Ich? Genau, du. Bei dem habe ich es wohl vergessen. Benutzen. Sehr gut, alle wieder sauber. Wir haben auch keinen, dem wir hier irgendwie was abkaufen können, ne? Und wie die Bestie so lospoltert, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen und warte, bis die Bestie genau über mir ist. Ja, genau. Unglaublich! Was für ein Recke! Und all... Ah, meine furchtlosen Knappen, da seid ihr ja. Ich war gerade dabei, den guten Menschen vom Rattelshof von unserem Kampf gegen die Bestie zu berichten. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich nicht unerwähnt. Tja, das ist ja zu gütig von dir. Was habt ihr diesen Menschen erzählt, Parzalon? Ihr schmückt euch mit fremden Federn. Geht es euch gut? Eure Güte kennt keine Grenzen. Oh, kaum.
Nein, nein, bloß keine falsche Bescheidenheit, Tarnes Drachenblut. Ihr habt euch euren Platz in meinen Heldenchroniken redlich verdient. Gut, ich gestehe, ich habe eure Beteiligung an manchen Stellen etwas zu sehr ausgeschmückt. Aber so ist der große Parzalon nun mal. Auch meine Helfer sollen an meinem unermesslichen Ruhm teilhaben. Hörst mir überhaupt nicht zu, Parzalon, aber ich glaube, wir dringen trotzdem nicht zu dem zu. Ja, ja, man wird noch viele Jahre lang Lieder über mich singen, Freunde. Und über euch natürlich auch. Darauf werde ich achten. Seid unbesorgt. Im Refrain werdet ihr natürlich nicht vorkommen. Aber in mindestens drei, sagen wir zwei Strophen. Und dann sagt die schöne Feenkönigin zu uns, bitte verschont mein Leben. Dann werdet ich euch sagen, wo der Schlüssel zum Schatz des Wolkenkönigreichs versteckt liegt. Das finde ich gut, weil er hört mir ja auch nicht zu. Und Bilder, meine Freunde, wartet nur ab, bis der Kaiser Wind von der Sache bekommt. Ich werde in Gareth vorgeladen werden und man wird ein großes Bild von mir malen. Ich werde dem Maler natürlich beschreiben, wie ihr aussieht. Dann könnt ihr im Hintergrund auch noch Platz finden. Ruhm erwartet uns, meine Freunde. Ruhm, wie ihr ihn euch gar nicht ausmalen könnt. Um was für Bilder redet ihr, Mann? Kommt doch endlich zur Besinnung. Ich muss die Kreatur besiegen. Ihr wart zum Zeitpunkt des Kampfes unabkömmlich. Habt ihr das schon vergessen? Und in Talon wird man eine Statue von mir aufstellen. Ich fürchte, auf ihrem Sockel wird leider nur für mein Abbild Platz sein. Aber man könnte ja euren Namen dort eingravieren lassen. Was sagt ihr, Tarnes Drachenblut? Ich dringe einfach nicht durch euch durch. Ich kann ihn nicht töten, ne? Bei manchen geht mir ein bisschen auf den Senkel, der Arsch, dass er sich hier so rühmt. Ja, gestunken hat das Vieh. Widerlich. Na gut, so viel dazu. Und wir schauen mal im nächsten Video, was hier hinten am Brennen ist. In Prenzheim. Bis demnächst, euer Chojin.